Glück auf, herzlich willkommen zum Legenden-Talk nach diesem Spiel am Freitag. Also mein Hals ist gerade mal wieder so auf Normalgröße geschwollen nach diversen Entscheidungen, über die wir vielleicht auch ein bisschen reden werden mit einer Phalanx an Legenden. Klaus Fischer, Rüdiger Abramczyk immer dabei und in der Mitte Olaf Thon. Freuen uns sehr, dass du da bist, Olaf. Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Und dann hören wir mal, was ihr drei zu sagen habt. Oder macht es gar keinen Sinn mehr, sich über Schiedsrichterentscheidungen aufzuregen, die man nicht mehr rückgängig machen kann? Ich reg mich überhaupt nicht mehr auf, weil zu unserer Zeit, wenn so viel Abseits war, war es gleiche Höhe. Man hat das gezählt. Heute sind sie ja so weit, dass sie 1 Zentimeter und einen halben Zentimeter schon sehen, aha, Abseits, und dann ist Abseits. Das kann es für mich nicht sein, darum, ich reg mich nicht mehr auf. Und ist ja nicht nur diese Entscheidungen, und ich weiß nicht, wo die rumrennen da im Keller, ja, wo, und wer diese Entscheidungen trifft, ja, tut mir leid, aber da komme ich nicht klar mit. Ja, also Robert Schröder saß da im Keller und das ist derselbe Schiri, der beim Spiel in Köln schon als Hauptschiedsrichter beteiligt war. Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, in Köln auf dem Platz hat er alles richtig gesehen. Er hat das Tor zählen lassen und er hat keine rote Karte gegeben, was beides, ne, die korrekte Entscheidung war. Hat sich dann aber vom Assistenten da was einreden lassen, jeweils gegen Schalke. Und der sitzt jetzt im Keller und guckt ganz genau nach bei dem Elfmeter für Wolfsburg. Und bei der Szene Anspiel Bornau, wo man denkt, der köpft sich an, tut er aber nicht. Er macht den Ball weg und macht eine Bewegung mit dem Arm in Richtung Ball. Da meldet er sich nicht. Noch ganz kurz, in Freiburg gab es ja 2 Elfmeter. Wie lange hat das gedauert, bis entschieden worden ist, dass es 1 Elfmeter ist? Wie lange hat das gedauert? Haben die 20 Minuten nachspielen lassen oder was? Ja, hallo. Da macht keinen Spaß mehr. Du machst ein Tor, die freuen sich alle und auf einmal April. Ist der mit der Schulter einen Millimeter vor? Ich meine, das ist doch kein Vorteil, den er dadurch hat. Ja? Da kann ja, doch aber, keiner erzählen. Ja, das ist ja, also ich finde diese Regel sowieso ein bisschen bescheuert, auf Deutsch gesagt, weil es gibt so viele Situationen, wo einer hinköpft, ja, und der Ball hat überhaupt nicht irgendwie zum Tor hin oder so. Da geht eigentlich, ja, wenn man sagt, geht der aus und dann gibt man 11 Meter oder sowas. Also das ist für mich eine Regelung, die ich viel schlimmer finde, als wenn man mal abseits macht. Okay, man hat da eine Linie, man kann genau sehen, ist er drüber oder nicht, aber bei so einem Köpfen, sag ich mal, wo ich hinköpfe, der Ball geht nicht zum Tor, der geht eigentlich aus, dann gibt man 11 Meter. Also das sind so Sachen für mich, da finde ich den Vorteil überhaupt nicht richtig. Ich finde auch, der normale Menschenverstand müsste Einzug halten bei Handspiel im 16-Meter-Raum, aber auch was den Keller betrifft, einzugreifen. Weil das heißt doch, nur bei wirklich 100%igen Fehlentscheidungen. Und das hat Bruno Labbadia, den habe ich auch auf der Pressekonferenz natürlich mit dickem Hals gesehen, genauso wie wir auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Und eigentlich ist es ganz einfach, aber die machen es auch sehr kompliziert. Und von daher muss man die Regel versuchen, so einfach wie möglich zu gestalten. Und wenn einer im 16er angeköpft oder angeschossen wird aus 3 Meter Entfernung, da kann es kein Handspiel geben. Also das ist eine Reaktion, die manchmal ja auch so aussieht, als wenn man zum Ball geht. Dabei ist es nur eine natürliche Reaktion, genauso beim Grätschen auch. Für mich deshalb einfach einen normalen Menschenverstand einschalten und dann kommen wir auch zu der bestmöglichen Lösung. Bei der WM und EM ist es viel besser gelaufen. Nicht nur die Nachspielzeit, wenn sich da welche auf dem Platz regeln, dann muss halt 10, 20 Minuten nachgespielt werden. Deswegen bin ich auch zum Beispiel für eine effektive Spielzeit von 60 Minuten. Denn wir spielen ja aktuell nur knapp 55 Minuten, wo der Ball in Bewegung ist. Aber noch eins, ganz kurz. Die haben selber nie Fußball gespielt. Die wissen das gar nicht, dass das eine natürliche Bewegung... Wer hat keinen Fußball gespielt? Die Schiedsrichter? Ja, der größte Teil. Ach, oder die im nicht. Keller, die haben keinen Fußballer gespielt. Und die entscheiden dann, du machst eine Bewegung automatisch. Das kannst du gar nicht vermeiden. Und dass dann ein
ein Handspiel wird da gepfiffen, der wollte gar nichts machen. Aber es ging einfach nicht anders. Und du machst diese Bewegung und dann guckst du blöd aus der Wäsche. Das Allerärgerlichste ist ja, wenn dieselbe Nummer zweimal unterschiedlich beurteilt wird. Ne? Und dann hast du bei unserem allerersten Tor in Köln damals gehabt, wir gehen in Führung, es wird gesagt, das war abseits, weil Sicht verdeckt, wobei du gesehen hast, dass der Keeper alles gesehen hat, der hat sich auch nicht beschwert. Nächsten Spieltage werden zwei Tore, wo einer wirklich direkt vor dem Torwart steht, gegeben. Oder jetzt das Ding bei uns, Kral 2 Zentimeter mit der Schulter. Da später Kiel gegen Magdeburg, Ausgleich der Magdeburger, der ist mit dem ganzen Oberkörper ist der im Abseits. Und da sagt der Schiri und der Assistent, nö, interessiert uns nicht. Die Füße waren gleich Höhe. Und dann weißt du eben gar nichts mehr. Eben diese Leute kriegen ein Kloß im Hals, darum sage ich nichts mehr. Ja, aber davon ab, Abseits hin, Abseits her, wir hätten das Spiel hier gewinnen müssen, ganz klar. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Man kann über Abseits reden, so viel wie man will. Man kann ja, da hat man ja keinen Einfluss drauf, aber einen Einfluss aufs Spiel. Und da muss man wirklich sagen, wenn man hier solche Mannschaften vor der Flinte kriegt, jetzt wie Wolfsburg, da gibt's nichts. Da habe ich mich überhaupt nicht über den Punkt gefreut, weil die musst du schlagen, ganz einfach. Wir haben auch gut gespielt. Ja, aber wir machen keine Tore, wir stehen gut, aber wir machen wieder keine Tore. Am Anfang haben wir dann gesagt, Mann, wir stehen schlecht hinten, jetzt stehen wir gut und machen vorne keine Tore. Aber diese Mannschaften wie hier jetzt, Wolfsburg, muss ich ganz ehrlich sagen, die musst du schlagen. Sonst hast du richtig Schwierigkeiten, da unten rauszukommen, was wir die ganze Zeit schon immer besprochen haben. Genau, wir reden ja die ganze Zeit schon drüber. Wir spielen jetzt dreimal hintereinander zu 0-0. Hinten hervorragend gespielt. Wir standen gut, wir haben die Zweikämpfe gewonnen, aber vorne tut sich nichts. Und dann gewinnst du auch kein Spiel. Wenn du keine Tore machen kannst, gewinnst du kein Spiel, egal gegen wen. Und die Gegner waren ja wirklich nicht überragend. Kann man ja sehen, jetzt Gladbach in Berlin 4-1 verloren. Und das große Problem ist, dass andere Vereine, andere Mannschaften gewinnen. Und du hängst mit einem Pünktchen hinterher. Da kommst du nie raus. Olaf, du als Experte für Spielorganisation, ne, das war ja, also nachdem du nicht mehr offensiver Mittelfeldspieler warst du ja hinter derjenige, der manchmal hinter den Innenverteidiger, manchmal davor, ne, situativ das Ganze im Griff hattest, dass die Organisation stimmt, sowohl Ball bekommen, als auch Ball dann verteilen, nach vorne bringen. Wie siehst du da den Stand im Augenblick und wie kann man das noch verbessern, damit wir vorne noch mehr Chancen haben und dann fällt dann irgendwann auch das verdammte Tor? Ja, wir haben ja jetzt viele Varianten. Also ich möchte jetzt weniger auf Kral im Mittelfeld oder auf Zalazar kommen, sondern das Wechselspiel, das funktioniert immer besser. Ich glaube, was wichtig war für eine positive Entwicklung, auch wenn wir jetzt die drei Punkte jeweils nicht gemacht haben, dreimal, ist, dass er erst einmal Ralf Fährmann ins Tor gestellt hat. Das war schon mal eine Personalie, wo wir noch vor Monaten gesagt haben, das wird wohl nicht mehr passieren. Und da sieht man mal, wie schnell es im Fußball geht. Und das war positiv und das hat gezogen. Auch der Wechsel, dass Frei vor Terodde jetzt zweimal begonnen hat, auch überraschend für mich, für uns. Ich weiß, dass man Frei so oder so sehen kann. Bei dem Spiel aber gegen Wolfsburg hat er mir sehr gefallen. Der hat auch ein Tor gemacht, gut, war vorher abseits. Von daher denke ich, Klaus hat ja gesagt, er macht nicht so viele Tore in dieser Saison. Ich bin mal gespannt, ob er die Leistung oder ob er es noch verbessern kann. Ich habe mit Juri Mulder nach dem Spiel auch gesprochen, der ihn noch besser kennt und aus vergangenen Zeiten. Und der sagte, der könnte auch hinter Terodde spielen. Also da hat man viele Möglichkeiten. Wir haben Zalazar, der nach langer Verletzung wieder zurückgekommen ist. Und da haben wir viele Möglichkeiten, um eine Überraschung auch gegen Union Berlin herbeizuführen. Wir haben uns im Vorfeld hier unterhalten, welche Strapazen Union Berlin in den vergangenen Wochen hatten und jetzt noch vor sich haben gegen Amsterdam international. Und da ist durchaus eine Möglichkeit, über den Kampf, das was wir jetzt hier gesehen haben, die Punkte einzufahren. Ja, also die spielen, Klaus, lass mich eben sagen, für alle Leute, die die Termine von Union Berlin nicht so auf dem Schirm haben, die spielen Donnerstag gegen Ajax, Sonntag gegen uns, dann wieder Donnerstag gegen Ajax und dann Sonntag in München. So, und da
können wir, ohne uns zu klein zu machen, doch davon ausgehen, dass unser Spiel vielleicht nicht ganz den Stellenwert hat von den anderen dreien. Was kann das mit einer Mannschaft machen, Klaus? Das kann möglich sein, weil die spielt gegen einen großen Gegner. Ajax hat einen sehr, sehr guten Namen in Europa, auch wenn die Erfolge nicht mehr so sind, wie sie mal waren, durch ihre großen Spieler, die sie damals hatten. Und natürlich, wenn du Sonntag, da kann schon sein. Wenn Spieler angeschlagen sind, dass sie ja, geschont werden. Auch. Aber so in der Vergangenheit, wenn ich kurz dazwischen einmal sagen darf, in der Vergangenheit, wenn wir in ähnlicher Situation wie Union Berlin waren, dann haben wir uns immer auf das nächstmögliche Spiel konzentriert, die Punkte zu machen oder weiterzukommen, die Runde. Also eigentlich legt man den Fokus immer auf das nächste Spiel und lässt nicht irgendeinen raus oder zwei oder drei, wie Paris das ja macht gegen Bayern München. Die können sich das erlauben, weil sie ja eine zweite Mannschaft dahinter noch haben. Also das ist immer die Frage, was hat man für Möglichkeiten? Da hast du vollkommen recht, weil damals, als ihr Europa-League-Sieger wurdet, wäre er beinahe abgestiegen. Da war der 14. in der Liga. Es ist Liga. Nett, dass du mich nochmal daran erinnerst. Aber ihr habt euch immer, wieder du hast recht. Du hast recht. Ja. Ihr habt euch immer konzentriert auf diese Europapokalspiele und in der Meisterschaft, ja. Wir sind, glaube ich, 14. geworden am Ende. Ja, 14. geworden, genau. Aber war eine enge Kiste für die. Also was mir am Samstag gut gefallen hat, dass er Salazar gebracht hat, fand ich gut. Für mich hat er dann aber nachher den Fehler gemacht, den Jungen zu lange spielen zu lassen, weil man hat dann doch gesehen, so in den letzten 20 Minuten, da war der platt gewesen und dann, das muss ich einfach als Trainer sehen, der hat jetzt auch ein bisschen länger ausgesetzt, wie der Olaf das ja auch schon mal in der WAZ gesagt hat und das finde ich auch vollkommen richtig. Weil ich so viele richtig. Verletzungen hatte, die hattet ihr beide ja nicht. Nein, wenn aber du drei Monate ich fand, dass ich so okay, ja, weil du wenn du drei hast. Monate verletzt bist, dann brauchst du wieder drei Monate, um richtig fit zu werden. Und in den ersten Spielen ist es so, dass du funktionierst, dann wieder die Verletzungsgefahr groß und dass du in ein Loch fällst, um dann wieder zu kommen. Und deswegen hat Thomas Reis zu Recht ihn auch seiner Meinung nach, weil er gesagt hat, er ist noch nicht über 50% der Fitness und deswegen hat er ihn in Frankfurt auch nicht gebracht. Ja gut, das sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Also, aber das sind die Trainingsleistungen. Fußball anders. Gut, Trainingsleistung. Ich war auch nicht immer der Fleißigste und habe trotzdem immer gespielt. Ja, also, das sehe ich ein bisschen anders. Ja, aber samstags habe ich funktioniert und das ist eigentlich das Wichtigste, dass ein Trainer das auch sieht und sagt: Du, pass auf, trotzdem, das ist ein guter Fußballer. Ja, aber, wenn du verletzt warst, haben sie dich doch auch nicht ein halbes Jahr. Ja, aber glaubst du, dass der Thomas Reis so blöd ist und den nicht aufstellt, obwohl er wichtiger für die Mannschaft ist? Der wird doch versuchen, die beste Mannschaft aufzustellen. Ja, das kann ich so nicht sagen. Aber doch, das hat doch irgendwo aber auch hinterher immer so ein bisschen gefehlt, derjenige, der Kopf in der Mannschaft. Und das war Salazar. Das muss man einfach sagen. Und der war der Einzige, der Abschlüsse gefunden hat. Und wenn ich so einen habe und sitze auf der Bank bei mir, dann muss ich mir doch schon überlegen, mache ich nicht doch einen Fehler? Soll ich den nicht? Aber für mich war das Wichtigste einfach, dass er ihn jetzt gebracht hat. Für mich war aber auch wichtig gewesen, er hat nicht erkannt, dass er platt war. Tut mir leid. Also das hätte ich anders gemacht. Dann hätte ich den Bülter genommen und gesagt, Bülter, spiel du jetzt diese Position von dem. Und hätte probiert, vielleicht über den Außenverteidiger noch was zu machen. Was ich vorhin gesagt hatte, er hätte ja Terodde früher bringen können, dann den frei zurückziehen. Und Bülter ist ja mehr auf den Außen, wo er seine Stärken, seine Schnelligkeit ausspielen kann. Und von daher wäre eine Möglichkeit da gewesen. Ja, aber der ist auch lauffreudig, darfst du nicht vergessen, Olaf. Der Bülter ist lauffreudig, den kannst du auch da ins Mittelfeld reinspielen, dass du dieses Loch dann auch wieder zu hast. Ja? Sonst, wenn er außen, weiß ich nicht, dann... Da ist der mir auch manchmal ein bisschen zu schade, der Junge, weil der kriegt zu wenig Bälle, den Bülter, und dann probiert er was. Ja, aber ich finde, in der Situation, nur in der Situation, ich rede jetzt von Wolfsburg, da hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Den Salazar rausgenommen, hätte ihn dahinter gestellt und hätte gesagt, so komm, weil er schießt auch. Ja, er ist auch der Einzige, der so ein bisschen schießt. Bei uns schießen sie leider zu. Zwei Dinge möchte ich sagen. Erstens ist meine Meinung, immer nur meine Meinung, müssen wir uns weiter nach vorne schieben. Zweitens, ich habe das Spiel gesehen, Bochum in München. Die haben hervorragend gespielt. Die haben vorne schon angegriffen, die Bayern kommen gar nicht raus. Die haben nur persönliche Fehler, haben sie das Spiel verloren.
Das erste Tor, das zweite und so weiter. Aber wie sie gespielt haben gegen Bayern, die Bayern kamen spielerisch nicht, auch nicht nach vorne. Das hat mir unheimlich gefallen. Aber das haben wir doch jetzt verbessert schon, finde ich. Unglaublich. Also in den letzten fünf Spielen haben wir ja jetzt auch annähernd 50% Ballbesitz. Ich weiß nicht genau, wie viel. Aber das haben wir schon besser gemacht. Aber wir trauen uns doch nicht vorne attackieren. Doch, haben wir auch gemacht. Haben wir in Frankfurt, mit zwei Mann vielleicht. Doch, das haben wir doch in Frankfurt auch gemacht. Und das werden wir jetzt in Union, da gehe ich von aus, genau das, was der Klaus sagt, die Entwicklung ist bei Schalke da. Vielleicht sind wir noch nicht so weit wie Bochum. Deswegen haben die auch viele Punkte mehr und vor allen Dingen auch zu Hause. Und das ist doch das A und O. Du musst zu Hause deine Spiele gewinnen. Auswärts, da kannst du auch mal verlieren. Weil vielleicht die Angst, wenn ich zu weit vorne attackiere, dass dann durch einen langen Ball... Aber ist besser geworden, viel besser. Dass sie wieder weglaufen. Aber wir haben jetzt mit Jens einen Spieler, mit Yoshida. Yoshida, und dann hat er ja auch mehr Selbstsicherheit, wenn er einen schnellen Mann an seiner Seite hat. Ja, und das ist besser geworden. Und da brauchst du keine Angst haben, dass du einer wegläuft, weil... Du kannst ja die Entwicklung sehen, wenn ein Ball 60 Meter oder 70 Meter nach vorne geschlagen wird, dann kannst du dich am Bein stellen. Auch sehr gut, wenn ich zwei so schnelle Leute an meiner Seite habe. Von früher. Schnelligkeit. Ja, du warst ja auch nicht so langsam. Jetzt doch, nicht ja, im Verhältnis zu euch war ich wirklich eine lahme Krücke. Ja. Aber deswegen, also zweimal Schnelligkeit links und rechts, was willst du mehr? Ne? Ja. So auf den ersten Meter warst du aber auch. Ja, das ja, aber die Schnelligkeit, und Abi konnte ja dann noch sein Tempo halten. Bei Klaus gibt es widersprüchliche Aussagen, wo viele sagen, der ist richtig schnell gewesen in der Bewegung so. Und dann gibt es ja so die Geschichte da mit dem Huntela, so, und aber möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Ah, was meint er? Klaus, was meint er? Das können wir die Öffentlichkeit nicht sagen. Sagen wir mal so, auf den Punkt gebracht, dass der Huntela nicht der schnellste war. Okay. So groß. Und dann hast du den im Training nochmal... Und der Klaus war viel schneller. Ja. Aber der Huntela war ein exzellenter Torjäger. Nicht so gut wie Klaus, aber nah dran. Ja. Kann man so sagen. Er konnte Tore machen, klar. Aber man konnte mit ihm auch nicht auf Konter spielen. Nee. Das ging nicht. Aber jetzt überleg mal, wenn wir alle drei Spiele gewonnen hätten, wo wir dann gestanden hätten. Ja. Also, darüber muss man diskutieren. Das kann ich dir genau sagen. Dann wären wir jetzt 16. Tage. Zwei, 16 Punkte und wären auf Platz 6. Ja, zwei oder vier Punkte, wo du gewinnen musstest. Ja. Guck mal, wo du dann stehen würdest. Wir reden immer, es wird Zeit, die Uhr läuft. Ja. Das Schöne ganz ist einfach. Ja, unser Trainer, der macht Spaß. Der geht auch schwierige Sachen an, mit dem Torwart, mit dem Stürmer, andere Sachen um das Team herum. Und man sieht eine Entwicklung, was wir Jahre jetzt nicht gesehen haben bei den Trainern. Und deswegen ist mein Wunsch, und wir stärken ihm auch den Rücken, dass er das weiter durchzieht. Und dann werden die Siege auch kommen. Was dann am Ende bald passiert, ne, und bei rauskommt, das wissen wir alle nicht. Weil wir wollen alle drinbleiben. Weil uns gehen ja langsam die Spiele aus. Ne? Und es wird eng. Aber ich habe wirklich Hoffnung, weil so wie sie spielen, wird das irgendwann belohnt. Ja, irgendwann hilft uns nicht weiter. Nee, ist klar, aber so schnell wie möglich. Ja, ne? Weil du dann verlierst aber ein Spiel, wo du wieder gut gespielt hast, wieder keine Torschancen hattest und so weiter. Und ja, wie gesagt, uns laufen die Spiele weg einfach. Ja, bei dem Rückstand, jetzt haben wir 5 Punkte Rückstand auf Stuttgart oder 4? Nee, Hertha ist ja jetzt auf Platz 16, das sind 5 und Punkte. Auf den rettenden sind 7. Natürlich. Und Torverhältnis mal, dann. Mal ein Sieg, so, da bist du noch näher dran, gibt noch mehr Selbstvertrauen. Aber du musst jetzt richtig Mut beweisen. Jeder einzelne Spieler muss Mut beweisen. Und natürlich, die Chancen, die du dann hast, da musst du mal Tore machen. Und dann geht's nicht. Union hat von 9 Spielen zu Hause 7 gewonnen und 2 unentschieden gespielt, also noch keine Heimniederlage. Sind zu Hause absolut eine sichere Bank. Ne? Also alles spricht für die. Ist das das, was für uns spricht? Also Union ist schon, also die haben sich super entwickelt, das muss man einfach so sehen. Ist auch eine gute Mannschaft geworden. Ich glaube, das ist auch eine gute Kameradschaft da drin und die wollen auch alle zusammen. Da gibt es keinen Einzelnen in der Truppe, wenn man da so sieht. Auch wenn der Trainer so manchmal redet, ja, meine Truppe, die steht zusammen und wir stehen alle zusammen. Also man sieht da, dass da was Unheimliches gewachsen ist.
Aber auch die haben natürlich jetzt Selbstvertrauen bis unter der Decke, ist ja klar, die gewinnen ihre Spiele, so wie jetzt hier in Leipzig und. Aber alle knapp, ich glaube, die letzten 5 Spiele alle 2-1 gewonnen. Ja, Olaf, aber dass sie eng werden. Ja, aber das erinnert mich, diese Mannschaft erinnert mich an die Eurofighter. Ja. Also wir haben auch die Spiele ganz eng gestaltet, aber am Ende haben wir gewonnen. Viele Tore durch Standardsituationen. Jetzt auch der Knoche da wieder, der hinten den Laden zusammenhält. Tolle Stürmer. Also, ich glaube nicht, dass sie Meister werden. Das glaube ich auch nicht. Das ist ja unglaublich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da müssen sie wirklich, da müssen sie in München gewinnen. Und das wäre schon Hammer. Also dann ziehen Hut, ne? Und dann sage ich ja mal. Haben wir 2001 auch gemacht. Aber die haben große Leute, viel Standard. Ein Unentschieden geholt in München. Bis zur 90. haben sie geführt sogar, bis Kimmich das Traumtor gemacht hat. Kimmich macht dieses Tor. Und die Berliner, Olaf hat es gesagt, die haben so viel Selbstvertrauen. Die haben die richtige Mischung. Und der Trainer, der passt einfach weißt du, wenn ich Selbstvertrauen habe, habe ich auch keine Angst. Heißt er nicht auch Fischer? Ja. Fischer bringt Erfolg. Ja, genau. Aber was mich irritiert hat, dass die den Wechsel mit Isco machen wollten. Und dann das wieder ein ganz anderer Spieler ist. Aber auch, das passt doch irgendwie nicht. Die lassen den Spieler einfliegen, machen da schon so eine halbe Pressekonferenz und auf einmal sagen sie, du kannst wieder nach Hause fliegen. Also erstmal, der Spieler passt doch da gar nicht hin, habe ich mir so gedacht. Ja. Und das hat aber kein gutes Bild auf den Club geworfen, fand ich. Ja, aber die haben so eine Untersuchung. Wir kennen ja Oliver Runert. Und entweder wollten die den Isco schützen, weil bei der medizinischen Untersuchung was rausgekommen ist und die wollten nicht sagen, er ist kaputt. Ja. Oder es war so, wie es dann hinterher gesagt wurde, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Oliver Runert sowas nicht durchzieht. Wenn die wollten einen Schnaps obendrauf, ne? Die haben gesagt, wir sind schon quasi verkündet von den Medien und jetzt können sie nicht zurücktreten, deshalb holen wir uns nochmal eine extra 500.000 oder keine Ahnung, was sie da versucht haben. Mhm. Und dann gucke ich wieder so Typen wie den Runert an oder aber auch den Zingler, den Präsidenten, dass die sagen, ihr könnt uns mal gern haben. Das ist uns völlig egal. Haben wir denn überhaupt eine Chance in Union? Was meint ihr? Ja, absolut. Also die haben natürlich im Hinterkopf vielleicht das Problem, dass sie an Ajax denken oder Bayern. Wenn du immer 2-1 so knapp die Spiele gewinnst, da ist ja auch irgendwas Negatives dabei. Also hast du auch die Chance. Und so wie wir gespielt haben, mit der Aggressivität auch in Frankfurt, wo alle nach dem Spiel in Frankfurt gesagt hatten, das hätten wir von Schalke nicht erwartet. Oder auch hier, wo Kovac nach dem Spiel gesagt hat, die haben uns den Schneid abgekauft. Warum soll das gegen Union? Die sind auch nicht besser als Frankfurt, also nicht viel besser. Stehen besser da, aber die kommen mehr von der Moral. Und wenn wir dagegen halten und mal ein Tor machen, dann ist alles möglich. Die kommen von der Effektivität. Ne? Ja. Die haben weniger Torschüsse auf die ganze Saison gesehen als wir. Ja, Wahnsinn. Ne? Die schießen weniger aufs Tor als wir. Machen aber mehr Tore und die reichen, weil sie nicht viel reinkriegen. Die großen Kerle bei Standards, die nutzen ihre Standards natürlich immer gut aus. Das muss man einfach sagen. Und da sind die brandgefährlich. Weil große Jungs sind da drin und alles gute Kopfballspieler. Also bei Standard muss man aufpassen. Ja, wenn man gegen Union, eine Sekunde, Klaus, wenn man gegen Union spielt, sollte man so wenig wie möglich Eckbälle reinkriegen, so wenig wie möglich Freistöße machen, weil das könnte doch ein bisschen gefährlich werden. Ja, aber das kannst du aber wahrscheinlich gar nicht vermeiden. Das wird immer wieder so sein, Eckbälle, Freistöße und so weiter. Aber es darf nicht aber so sein, dass 10-2 steht dann in der Halbzeit schon nach Eckbällen. Ja, nee. Und hoffentlich haben wir das 1-6 nicht im Kopf. Das muss aus den Köpfen raus. Da waren die auch brutal effektiv. Unglaublich. Die haben glaube ich, 7 Chancen, Augenblick, 6 Tore. Jeden Augenblick war fast ein Tor. Aber da hatten wir noch eine andere Mannschaft. Und wenn wir diese Mannschaft, die wir jetzt haben, die Saison starten würde, dann wären wir wohler. Dann würde ich sagen, haben wir große Chancen, in der Liga zu bleiben. Oder hätten wir. Aber wir haben sie nun mal jetzt erst bekommen. Ja, auch. Und mir auch. Da muss man wirklich ein Kompliment auch, Peter Knebel, sein Team, hier auch die Hechelmann und Grotus, die dafür mit zuständig waren. Da ist wirklich jetzt eine Truppe, die was darstellt und die auch die Spiele gewinnen kann. Ja gut, lass mich mal so stehen.
du sagst das so resigniert, also ich denke, das kann man schon unterschreiben und die Saison ist zwar nicht mehr so lang, wie wir es gerne hätten, ne? Aber es gibt noch genug Chancen, aufgeben ist sowieso keine Option, insofern fahren wir auch zum Tabellenzweiten, der so heimstark ist und machen es trotzdem da irgendwie. Wir spielen gegen Stuttgart, wir spielen gegen Hertha Berlin, wir spielen gegen Augsburg und so weiter, aber das ist ja, die gewinnen gegen Augsburg, gegen Bayern München, gewinnen die 1-0. Wir müssen unsere Punkte selber machen. Unglaublich, und Punkte. Ja. Und deswegen kannst du nicht mehr sagen, ja, wir haben noch ein paar Spiele, wir haben noch die Gegner, aber du musst Spiele gewinnen, sonst kannst du erzählen, was du willst. Ja. Wir werden es uns am Sonntag angucken und dann werden wir nicht Montag drüber reden, weil da Rosenmontag ist und es gibt Menschen, nicht vor der Kamera, aber hinter der Kamera, die sind Präsident von Karnevalsgesellschaften und deshalb müssen die am Montag arbeiten, also was die so Arbeit nennen da, ne? Tusch und Feiern, trinken. Ja, aber wir kommen dann Dienstag zu euch. Ja, wie heißt das dann? Rosentulpendienstag oder was? Aschermittwoch, okay, aber der Dienstag hat auch irgendeinen Namen, ne? Wie? Veilchendienstag also, dann wieder mit, das heißt mit blauen den Augen. Legenden und hoffentlich 3 Punkten mehr. Tschüss und Glück auf. Glück auf. Tschüss.